Ich bin's Damon und heute wieder Gaming Booster. Heute Overpowered Watermelon. Und ja, ich bin gespannt. Wassermelone hatten wir schon sehr oft. Also wirklich sehr, sehr oft hatten wir Wassermelone schon. Ich glaube, oh, zwei, dreimal auf jeden Fall. Oder? Ich mich kann. Aber Gaming Booster Wassermelone ist so das Typische, was es so gibt eigentlich. Wenn es was gibt, dann ist Wassermelone ganz oft. Und heute overpowered wie letztes Mal schon mal die Probleme. Wir müssen das mit dem Messer öffnen. Wir können das nicht sonst so aufmachen, weil keine Einreißlinien sind. Hier ist nichts. Wir kommen da nicht dran. Wir müssen es aufreißen, wir müssen es aufschneiden. Schon mal Minuspunkt, aber eine Bewertung, ja. Design, ja, ist es langweilig weiterhin. Es ist noch drauf mit Gaming, gleich verblasst in der Farbe, in der Wassermelonenfarbe. Es ist sehr einfallslos, aber es geht ja eigentlich eher um die Wirkung und Geschmack. Und Löslichkeit, ich nehme hier eigentlich relativ, ja, normales Pulver drin, würde ich sagen. Vom Fiend jetzt erstmal. Die normale Packung hätte jetzt eigentlich 63 Gramm, 30 Portionen, bei 12 Gramm. Das ist echt viel. Normal sind immer so 9 bis 10, also 8, 9, 10 Gramm immer so eine Portion. Hier 12, na, ich weiß ja nicht, aber. Vegan, schon mal top. Finde ich schon mal sehr gut. Haben wir wieder hier schwarzen Tee drin, ne? Ne, wir haben wieder schwarzen Pfeffer, meine ich. Ich weiß nicht, was schwarzen Pfeffer hier drin ist. Warum? Ich weiß es nicht. Aber Wassermelone kann geil sein. Hatten wir schon öfters. Checkers hier, auch von Overpowered. Ein Glas haben wir auch. Das heißt, wir werden gleich schon starten. Und wie gesagt, Zucker 0,6 Gramm auf 12, das ist wenig. Manche haben noch weniger, aber ich würde sagen, wir gehen schon mal in die Probe rein und dann gehen wir auf die Internetseite. Da ist nicht viel zu sehen auf der Internetseite. Aber wo viel zu sehen ist, ist auf meinem Instagram. Da haben wir wieder einen Post zum Game Booster und auch zum letzten Game Booster. Ich habe immer einen Post auf Instagram. Link in der Beschreibung, genau wie zu meinem Live-Channel. Kommen ganzen Videos zum Stream. Und die ganzen Casts kommen hier auf den Kanal, größtenteils. Wenn nicht, kommen sie da. Also, wenn Casts laufen, laufen die immer auf dem VOD-Channel. Naher Zeit dann. Ja, und Twitter. Ihr wisst es, abchecken. Wir gehen rein jetzt probieren. Los geht's. Wir haben jetzt hier den Booster. So. Ja, das war nicht so jetzt geplant. Ich wollte es eigentlich komplett durchschneiden. So. So. Fokus. Ja, perfekt. Wir haben hier so, ja, normales Pulver, würde ich sagen. Also Pulver ist so ein bisschen, ja, ich würde sagen, es ist so also ein bisschen gräulich. Nicht, also rot-grau. Und sagen, wir machen es einfach jetzt rein, würde ich sagen. Natürlich die Fülle, oh, nicht auf Kante. Die Fülle 12 Gramm wollen wir haben. Ich bin gespannt, wie es so ist dann, also wirklich. Was wir dann haben, mal gucken. Decke wieder rein quasi, Decke hier drauf und dann schütteln wir ganz kurz den lila Shaker. So, gucken wir mal rein hier jetzt hier. Na, okay. Ist so eine leicht, ja, rötliche Farbe, so eher hell. Farbe ist okay. Geschmack ist das Wichtigste natürlich, ne? Farbe ist
Ja, also Melone vielleicht ausgefetzt schon ein bisschen, mit Glück. Okay. Ja, schmeckt ganz furchtbar. Also, schmeckt irgendwie nicht Wassermelone. Schmeckt es nicht nach, einfach nicht. Schmeckt es nicht nach. Irgendwas anderes, aber nicht Wassermelone. Schmeckt es einfach nicht. Nein, das ist kein Wassermelone. Ja, okay. Also, die ersten Schlücke waren schlimm. Die zweiten, dritten ging so. Mal gucken, wie es auf lange Sicht ist. Ich würde sagen, ich gehe rein. Ah, ne. Wir haben noch die Webseite. Obwohl, die sparen wir jetzt eigentlich. Kann man sich eigentlich immer sparen, denn da steht nicht viel drauf. Hier, muss man sagen. Deswegen gehen wir direkt in Zocken rein. Ihr seht nichts. Ein Cut für euch und für mich geht's rein in 3-4 Stunden gute CSGO, Apex und Minecraft. Und für ein bisschen Valorant, mal gucken. Los geht's. So, wir sind da am Ende von Overpowered Watermelon. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben eine Wertung. Die Bewertung ist besser als die verletzten Overpowered, aber immer nicht optimal. Sie ist ausreichend. Sprichwörtlich. Also, Design weitern, es ist extrem langweilig. Es ist langweilig bei der Großpackung und bei der Kleinen. Mittlerweile bewerte ich beides. Und es ist bei beiden langweilig. Design, damit 0 von 1. Geschmack, es ist besser als das alte, aber es schmeckt nicht nach Wassermelone. Schmeckt es nicht. Ich kann da hinten einen rausnehmen, anderen, die schmecken viel besser. Social Media Website bleibt wie vorhin, weil da hat sich nichts geändert. Bis jetzt, Wirkung. Ist ein bisschen besser, aber naja. Ja, was soll man sagen? Preis ist normal, solide, nichts günstiges, nichts teures. Der normale Preis für die Portion. Muss ich sagen, ist halt so. Dazu Innerstoffe. An den Versand erst ist absolut scheiße gewesen bis jetzt. Wer hat sich gebessert bei den Großpackungen? Das kann ich aber nicht bewerten. Ich bewerte nur das von den Pro-Packungen. Das war in einem riesigen Paket mit Mini-Packungen. Ja. Innerstoffe. Solide, natürlich verwendet jemand der schwarze Pfeffer, aber ist okay. Und damit kommen wir auf eine Punktzahl von 7,5. Das ist eine gute 4, eine mittlere 4 halt. Damit landet auch Overpowered Watermelon auf Platz 13 zwischen der anderen Sorte Sherry Storm und unter Mojokai Dragon Flower. Ich würde sagen, Ist okay. Geht schlimmer, geht besser. Ich weiß ja nicht. Ein paar Sachen haben wir noch von Overpowered, die wir auch noch testen. Deswegen bleibt gespannt. Es gab wieder dazu, ganz in den Post auf Instagram mit dem Booster. Guckt den gerne an. Aktiviert die Glocke. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Kommt gerne auf den Discord. Das Rating vom Game Booster immer früher online. Ein paar Tage. Kommt drauf, da gibt es echt einen Channel für. Könnt ihr einen anderen Stumm schalten, wenn die euch nicht interessieren. Den Channel wird immer geupdatet. Zum extra Nachricht, das geupdatet wurde. Von daher, checkt den Channel ab. Checkt meinen Server ab. Social Media, Instagram, Twitter, Twitch, alles in der Beschreibung. Der andere YouTube-Channel, der Live-Channel in der Beschreibung. Ja, das ist von mir. Nächste Woche sehen wir Mojokai. Ich glaube Spacey Berries oder so. Oder Voodoo irgendwas. Nee. Chai Latte, irgendwas mit Latte. Eins von beiden werde ich gucken. Ja, das ist von mir. Bis zum nächsten Mal und ciao.